Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns einmal von einer Kampagnenquest holen können. Und zwar gibt es jetzt hier mit der fünften Woche aus Patch 10.1 eine neue Kampagnenquest-Reihe und die spielt um hier Tür rum. Und um diese Kampagnenquest-Reihe zu bekommen, müsst ihr natürlich erstmal die ursprüngliche Kampagne aus Dragonflight spielen, die es dementsprechend hier von den Waldrakken-Abkommen gibt. Und dafür müsstet ihr einmal schon hier in Tyrshold gewesen sein, einmal die Instanz abgeschlossen haben und dann haben wir am Ende diesen Körper von Tyr gebastelt. Jetzt mit der fünften Woche geht jetzt hier die Kampagne weiter. Die startet auch quasi hier in Tyrshold oben. Ihr seht dann direkt einmal das Kampagnensymbol. Das Ganze dauert auch nicht lang. Ich würde sagen maximal eine Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten, wenn ihr euch ganz viel Zeit nehmt. Und am Ende dieser kleinen Kampagne gibt es einmal ein Toy und ihr seht schon, das ist hier einmal Blizzard-Account gebunden. Gut, Toys können wir eh mit jedem Char lernen, also sprich relativ egal. Das Ding schimpft sich titanisches Eindämmungsgerät und ich würde sagen, das lernen wir jetzt einmal und schauen uns das Ding auch mal an. Wo haben wir es? Titanisches Eindämmungsgerät, da haben wir es. Benutzt, manifestiert ein Titanengefängnis an eurer Position. Dann gehen wir jetzt mal hier ein bisschen auf die Seite und schauen uns das mal an. Ah, wir selber sind dann im Titanengefängnis. Seht ihr das? Sieht ganz cool aus. Einmal komplett zusammengerollt hier in dem Ding drin. Das Ganze hält jetzt 5 Minuten. Wir sind inhaftiert. Und ich kann mich nicht bewegen. Schau mal an. Also ich muss es wahrscheinlich wegklicken, dass ich mich dann einmal bewegen kann. Ja, ist ein cooles Ding. Der Kollege hat sich es auch gerade geholt. Ich zeige es euch nochmal auf der Map. Also hier oben geht dann die Kampagne weiter. Und wie gesagt, wenn ihr hier dieses Ausrufezeichen nicht habt, dann müsst ihr erstmal die ursprüngliche Kampagne beim Waldrakkenabkommen absolvieren. Und die bekommt ihr, ich meine, auf Ruhmstufe 12 müsste das sein. Jetzt gucken wir nochmal nach, dass ich euch nichts falsch erzähle. Genau, hier silberne Bestimmung. Das ist die Questreihe. Also wenn ihr bei Waldrakken auf 12 seid, könnt ihr den ersten Abschnitt machen und den neuen. Davon gibt es jetzt das Toy. Gut, damit sind wir durch mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.